Also RL, Lex, das ist kompliziert, das ist auch so ein Spiel, das ist. Die Grafik ist genial. Nein. Doch, und wenn die Grafik scheiße ist, legst du eine Fahne drüber. Das Problem an der Grafik im RL ist, dass die Texturen mit zunehmendem Verbrauchsdatum beschissener aussehen. Ja. Also ich meine, da ist mir doch irgendwie Sims lieber, wo auch die Menschen mit dem Alter von 50 immer noch frisch aussehen wie aus dem Ei gepellt. Ohne dass ihr Gesicht irgendwie auf den Schuhsohlen hängt. Apropos Sims. Das geht auch mal wieder mal. Außerdem ist es so schwer, einen Worgen im RL zu spielen. Die halten einen dann alle für bekloppt. Naja, das tun sie eh. Von dem her macht es keinen Unterschied. Oh. Außerdem ist die Story dämlich. Stopp. Story schreibst du selber. Genau das ist es. Es gibt keine Story. Die Autoren haben gespart. Es gibt keine Story in diesem Spiel. Questmarkierung gibt es auch nicht. Und wenn du einfach mal durch den Wald gehst und sammelst dort irgendwelchen Scheiß auf und willst ihn danach bei einem Händler verkaufen, nehmen die dir den Scheiß nicht mal ab. Da bist du einfach nur zur falschen Zeit in diese Sp Ja. Ich meine, tonnenweise gelbe Hunde getötet und keiner will den Scheiß haben. Gibt's da nicht. Also man kriegt in diesem Spiel absolut kein Rohgold produziert. Geld. Rohgeld. Roh-Euro würde man es dann wahrscheinlich nennen. Oh. Hallo, Kellner, mein Schatz. Na, alles gut bei dir? Gib's zu, du hast nur vermisst, live zu sehen. So weit, so gut. So, jetzt darfst du Luna reinholen. Maus. Ich glaube, sie ist weg. Scheiße. Bei dir heute so an, Kelders? Alles klar, Schnucki, bis später. So. Dann gucken wir doch mal, wie viel Glas wir jetzt schon wieder hier auf Lager haben.
Nix. Na, das ist enttäuschend. Aber ist das doch alles im Force Load drinnen? Hallo und ja. Ich bin aber nochmal AFK. Ich habe nur gerade gesehen, dass ich hier hingezogen wurde. Ist okay? Okay. Alles gut. Luna, nur zur Information. Wir konnten dich nicht ziehen, weil dann hätten wir Emmy auch ziehen müssen. Und Emmy im Let's Play quasselt ein. Ist nicht schön. Gut. Oh, das wusste ich nicht. Sorry. Aufs nächste Mal. Deshalb, wollte ich nur Bescheid sagen und entschuldigen und so. Ihr streamt auch gerade, ne? Ja. Ja. Gut, dann das, was die Lehrerin gesagt hat und so weiter, das machen wir dann später mal. Ich bin aber jetzt nochmal AFK, weil ich wollte eigentlich gerade Staubsaugen mit meiner Mutter noch telefonieren. Also ich bin dann Mach irgendwann das später wieder da, ne? Okay. bis später. Waren die Melonen schon immer so saftig grün? Ja. Okay. So, jetzt müssen wir theoretisch ganz, 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 ganz lange warten, bis das Glas gebrannt ist. Mir helfen? Was soll ich denn da? Ich weiß ja nicht, was du. Du weißt selbst nicht, was du vorhast. Als allererstes müssen die Kisten hier raus. Na, dabei kann ich helfen. Müssen auf den äußeren Rand gelagert werden, weil sonst kann ich hier drin nicht bauen. Also ich baue gerade um sie herum. Gehen wir doch mal gucken, was de Tina so treibt. So, ich bin live, gerade nichts anderes außer Plätzchen. Melonen sind immer saftiger als Kürbisse. Ja, saftiger, aber dafür matschig in der Rübe. Während Geht's wieder Kürbisse los, ja? immer einen festen, knackigen Verstand haben. Okay. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Kurz was öffnen, nicht unbedingt auf dem Bildschirm. Legen wir es einfach mal über Tinas Gesicht drüber. So. Ich habe jetzt übrigens umgebaut, also so fürs Let's Play mal angemerkt. Inzwischen sind es drei Bildschirme, einer sogar Full HD. Bin ganz stolz auf mich, sogar so ein Kurve-Bildschirm. Also der macht wirklich eine Kurve, der ist leicht gebeugt. Ja, das curve so an. Das ist jetzt mein neuer Hauptmonitor, der Kurve-Bildschirm. Curve. Ich sage es auf Deutsch, der Kurve-Bildschirm, denn sonst müsste ich ja Curve-Monitor sagen, oder?
Man kann ja schlecht Curve-Bildschirm dann sagen. Hä? Jedenfalls use ich den jetzt so als Standard. Ach, damit konnte ich Rüdi auch so richtig ärgern. Ja. Fand ich toll. Hat er sich fast gar nicht gemerkt. Ah, hat er sich eigentlich bei dir darüber beschwert? Nein, ach, leider nicht. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Haben mir solche Mühe gegeben. Ich glaube, ich muss noch eine Reihe jeweils gleich weg. Egal. Jetzt erstmal, wenn ich jetzt da nämlich. Ja. Okay. Kürbisse haben zu viele Fäden in der Birne und zu wenig Kerne. Also ich weiß nicht, die gute Vernetzung eines Gehirns ist doch eigentlich vom Vorteil, oder Rafu? Ich meine, wenn dein Gehirn nur aus kleinen Erbsen, Kernen besteht, dann, sorry. Das ist jetzt nichts, worauf man stolz sein soll. So, bitte sehr, fertig. Dankeschön! Wenn wir schon mal hier sind, ernten wir doch einfach mal die Bambussprossen ab. Und irgendwann kümmere ich mich auch um diesen fliegenden Baum da oben. Irgendwann sicher. Irgendwann. Nur nicht heute. Ich hasse dich. Ich hab dich auch lieb, Dina.
Ach Gott, das ist noch gar nicht alles durchgerattert.